Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Webinar SEO und Relaunch mit der Unterschrift Alte Rankings behalten, neue Rankings generieren. Ja, das sind ehrlich gesagt typische Ziele, die ich so höre. Vor allem Relaunch muss man, irgendwann steht der immer an. Und dann ist immer die Frage, was soll jetzt eigentlich neu gemacht werden? Und da werden wir halt oft dazugeholt als Agentur. Und ja, es gibt immer. Man kann die Uhr danach stellen. Es gibt eigentlich immer als formuliertes Ziel, man will keine Rankings verlieren und idealerweise natürlich nach dem Relaunch besser dastehen als vorher. Und ja, darum geht es heute im Großen und Ganzen. Werde das unter verschiedenen Aspekten beleuchten. Und ja, ich hoffe, dass Sie viel mitnehmen können heute aus unserem Webinar. Ja, ich fange mal mit einer abschreckenden Folie an. Und zwar haben wir mal eine Auswertung gemacht. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, dass die heute noch genauso aussehen würde. Wir haben nämlich mal geguckt bei Relaunch-Projekten, die wir betreut haben. Was ist eigentlich in einem Projekt so schiefgelaufen? Also was haben wir natürlich entdeckt und haben es dann aufgehoben? Aber angenommen, jemand hätte da jetzt SEO-technisch nicht drauf geguckt, nochmal, was wäre eigentlich alles schiefgelaufen? Und man sieht, dass es ja vor allem einen Punkt gibt, der da ganz oben sehr stark rausschrammt. Das sind die fehlenden oder fehlerhaften 301-Umleitungen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber auch viele andere Fehler, die eigentlich immer passieren. Und auch so Sachen, das ist nun das zweitunterste fehlerhafte Tags für Internationalisierung, total beliebt. Das ist nur so wenig, weil nicht alle Unternehmen, die wir betreuen, international sind. Ansonsten wäre das natürlich alles noch viel mehr. Und deswegen immer meine klare Empfehlung, das ist jetzt nicht zwangsweise ein Werbeblock für uns. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt wirklich jahrelange Erfahrung, aber der SEO-Kenntnisstand bei Webagenturen oder auch bei Shop-Agenturen ist nicht immer hundertprozentig. Es ändert sich immer viel und ich sage immer gerne, ich kann keine Websites machen und manche Webagenturen können einfach nicht so wahnsinnig gut SEO. Ist einfach so. Und das Zweite, was man auch beachten muss, ist, Relaunch heißt immer auch Weichen stellen für die nächsten x Jahre. So eine Website hält dann ja auch wieder 3, 4, 5 Jahre. Und dann ist ein Relaunch für mich immer ein perfekter Augenblick, um wirklich zu sagen, wir wollen jetzt auch alles richtig machen, damit es immer ein paar Jahre gut hält. Und deswegen kann ich Ihnen immer nur empfehlen, wenn Sie einen Relaunch haben, sich begleiten zu lassen durch eine SEO-Agentur wie uns, durch andere SEO-Agenturen oder auch durch SEO-Freelancer, was auch immer. Aber wie gesagt, tun Sie sich bitte den Gefallen und nehmen Sie das Thema SEO ernst. Es ist häufig so, ich habe das jetzt hier mal bei zwei Shop-Systemen herausgesucht, was die so auf ihren Websites schreiben und die sagen natürlich alle, dass ihre Websites SEO können. Das ist grundsätzlich auch richtig, aber SEO ist viel mehr als das, was man da so typischerweise kriegt. Also nur weil das Shop-System oder das Content-Management-System sagt, dass es SEO kann, heißt es nicht, dass das, was da herauskommt in Bezug auf SEO, optimal ist. Meine klare Empfehlung, wie gesagt, nicht nur sich betreuen zu lassen, sondern auch wirklich ganz am Anfang, wenn die Website starten soll, Anforderungen festzulegen. Es wird immer sehr viel Energie verschwendet, auf Wireframes und wie das Ganze eben aussehen soll und wie es sich anfühlen soll. Das ist auch absolut richtig und wichtig. Aber für SEO ist es eben mindestens genauso wichtig, ganz klare Anforderungen an die Agentur festzulegen in Bezug auf Content, Struktur und Technik. Und nicht nur die Anforderungen festzulegen, das haben wir ja nämlich in einem Chart vor zwei Folien gesehen, das eben auch alles minutiös zu überprüfen. Weil ansonsten kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass ja, es gibt eigentlich immer Fehler. So, das war so ein bisschen das Vorgeplänkel. Jetzt gucken wir mal, was kann eigentlich bei so einem Relaunch schiefgehen? Und ich weiß gar nicht, wie viele ich davon schon betreut habe, aber mittlerweile werden es jetzt eine sehr signifikante Anzahl sein. Und ich habe wirklich schon alles gesehen, was schiefgehen kann. Und das Wichtigste oder ja, das, was auch die größte Auswirkung haben kann, sind fehlerhafte Umleitungen. Also was ja klassischerweise bei so einem Relaunch passiert ist: Auf meiner alten Website hat eine ganz bestimmte Seite die URL Seite A und auf der neuen Website ändert sich dann irgendwie die URL-Struktur, vielleicht weil man das Content-Management-System wechselt oder so. Auf jeden Fall ist die URL auf einmal anders. Wenn man jetzt keine Umleitung einrichten würde, dann wird die alte Seite einfach aus dem Index entfernt, also wenn man die Website live stellt, und die neue Seite B startet ohne Historie. Das heißt, das, was die alte Seite A über Jahre an Signalen angesammelt wird, das wird einfach weggeschmissen.
Und dann hat man ein ganz klares Ergebnis, nämlich die Rankings sind weg und die sind auch nachhaltig weg. Die kommen irgendwann wieder. Aber da Rankings auch wirklich gleich Geld sind, gleich Umsatz sind, kann das wirklich richtig wehtun. Deswegen Prio 1 ist es sicherzustellen, dass eben genau das hier nicht passiert. Und deswegen immer 301 Umleitungen von den alten auf die neuen URLs. Das muss man nicht zwangsweise für alle URLs der Website machen. Also wenn jemand 100.000 Seiten hat, dann sind nicht alle Suchmaschinen relevant. Das ist selten so. Aber mindestens für alle wichtigen URLs. Und die kann ich eigentlich relativ einfach ermitteln. Auch da immer, das lernt ein SEO am ersten Tag. Es gibt zwei Arten von Umleitungen, die 301 und die 302. Und man kann es nicht oft genug sagen, es muss 301 sein. Und man kann aber auch den Wecker danach stellen, wenn du zu einer Agentur gehst und du sagst, ich hätte gerne Umleitungen, dann werden relativ oft 302 Umleitungen eingerichtet. Wenn man das richtig macht mit dem 301, dann passiert wirklich das Schöne, dass quasi die Signale der alten Seite auf die neue Seite übertragen werden. Und dann habe ich eigentlich genau den Effekt erreicht, den ich haben will, nämlich, dass die Rankings einfach nicht kaputt gehen. Das Zweite, was passieren kann, ist, die Inhalte ändern sich auf einmal. Also, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Auf der alten Website gibt es eine Seite, da steht bunte Bananen drauf. Auf der neuen Website steht auf einmal gebogene Früchte in allen Farben. Das ist semantisch das Gleiche, von den Wörtern her aber was anderes. Jetzt sind Suchmaschinen relativ schlau geworden mit der Semantikerkennung, aber trotzdem, angenommen, ich habe vorher mit der alten Website für bunte Bananen gerankt, dann würde ich das erstmal mit der neuen Website nicht mehr machen, weil diese Wörter stehen auf der neuen Seite nicht mehr drauf. Und auch dann kann es eben passieren, dass ich eben Rankings verliere. Also wann immer ich Content ändere, also neu schreibe oder auch Content entferne oder neu zusammenstelle, besteht einfach die Gefahr, dass ich natürlich Rankings verliere. Das ist völlig klar. Das Dritte, wo was schiefgehen kann, ist, ich habe schlechtere On-Page-Signale. Das heißt, ich hatte zum Beispiel eine ganz bestimmte Seite wurde von allen Seiten verlinkt. Nach dem Go-Live ist sie auf einmal ganz tief in der Website versteckt. Oder vorher habe ich sie mit einem Keyword verlinkt und jetzt einfach nur noch mit dem Keyword oder mit dem Wort, mit dem Ankertext mehr. Alle solche Sachen, also typische On-Page-Signale, das kann dazu führen, dass sich die Rankings dann einige Zeit nach dem Go-Live der neuen Website verschlechtern, weil solche Sachen brauchen immer ein bisschen Zeit, um wirklich dann auch erkannt zu werden. Und das Vierte, was eben auch schiefgehen kann, ja, vor allem technische Umsetzung. Heißt zum Beispiel, meine Website ist jetzt einfach total langsam. Ich habe am Page-Speed verloren. Ich komme gleich an anderer Stelle nochmal zum Thema Page-Speed. Also die Ladegeschwindigkeit der Website ist auf einmal schlechter. Irgendwelche Inhalte werden jetzt nachgeladen. Vorher waren die aber im Code drin. All das kann Effekte darauf haben und auch dann kann es eben passieren, dass nach einiger Zeit Rankings schlechter werden. Auch hier, das wird nicht ab Tag 1 sein, weil gerade so Page Speed, das wird halt über eine gewisse Zeit analysiert und wird sich erst später eben negativ durchschlagen. Das ist so typischerweise das, was man im Hinterkopf haben muss, wenn man eine neue Website plant. Also quasi, was kann alles negativ passieren? Und dazu passen eben auch meine ehrlichen Worte. Man muss es ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich den Relaunch optimal umsetze, es kann immer zu Problemen kommen. Das ist immer so. Es gibt auch wirklich so, das ist relativ selten, wo jemand alles richtig gemacht hat und trotzdem sich Google an irgendeiner Stelle daran verschluckt hat. Das, was Sie machen können, ist, Sie können das Risiko minimieren. Ich sage gleich nochmal kurz, eine Möglichkeit, wie Sie das schaffen können. Das eine, was Ihnen klar sein muss, ist, ein Relaunch ist ja nicht ein Relaunch, sondern es gibt verschiedene Arten von Relaunche. Es gibt auch noch ein paar mehr, als die jetzt hier angezeigt werden, aber das ist so das Häufigste. Merge und Split sind so zwei Sachen, die passieren sehr selten. Also aus verschiedenen Websites mache ich eine oder aus einer Website, die trenne ich auch in verschiedene Websites. Da sind die Auswirkungen natürlich sehr hoch, weil sich an der Domainstruktur was ändert. Wenn ich jetzt einfach nur die Domain wechsle oder ein Protokoll, also HTTPS, dann ist das ein sogenannter Move. Da sind die Auswirkungen je nachdem mittel bis niedrig. Und dann gibt's halt so Sachen, ja, wenn ich einfach nur das Design ändere, also alles, was oben blau war, ist jetzt rot, dann sind die Auswirkungen typischerweise natürlich vollkommen niedrig. Restructure hängt eben davon ab. Wenn ich meine Website-Struktur ändere,
dann hängt es eben wirklich davon ab, was ändere ich denn jetzt eigentlich alles an der Website. Wenn ich vorher 1000 Seiten hatte und ich bin jetzt nur noch 100, dann wird das sehr wahrscheinlich Auswirkungen haben. Ein Praxistipp natürlich dabei, wie kann ich das Risiko minimieren? Das ist so eine Folie, die mich persönlich immer ein bisschen ärgert, weil ich propagiere das eigentlich seit Jahren und keiner macht das irgendwie. Es stimmt nicht ganz. Ein, zwei hatten wir dann doch, die dem Rat gefolgt sind. Das Beste wäre eigentlich, einzelne Aspekte isoliert umzusetzen. Wenn man sich mal kurz anguckt, was sind denn so Aspekte bei so einem Relaunch? Protokoll, Domain, URL-Pfade, das wäre so ein Aspekt. Oder auch Inhalte, Struktur, ich ändere die Plattform. Das sind alles Aspekte. Und wenn ich viele Sachen davon gleichzeitig verändere im Rahmen eines Relaunches, dann sind die Auswirkungen halt auch relativ unvorhersagbar. Das heißt, angenommen, Sie wollen jetzt einen Relaunch machen und Sie ändern die Domain und Sie ändern auch noch alles andere, dann wäre es eigentlich besser, das voneinander zu trennen und zu sagen, ich mache jetzt erst den Domainwechsel mit der alten Website, dann warte ich 3 bis 6 Monate, dann mache ich den Rest. Also Sachen voneinander zu trennen. Aber wie gesagt, das fordere ich seit Jahren, und keiner oder kaum jemand macht es, weil typischerweise ist ein Relaunch halt eigentlich eine gute Gelegenheit, um einfach reinen Tisch zu machen. Gleichwohl für SEO ist es eigentlich das Schlechteste. Also hier ganz klare Aufforderung, gerade wenn Sie einen Domainwechsel machen wollen, trennen Sie das bitte von dem ganzen anderen Rest ab. Und natürlich auch Praxistipps, erstmal die Umsetzung in der Off-Season, also klassisch bitte nicht mitten im Weihnachtsgeschäft die Website verändern. Und was viele internationale Websites machen, ist, dass sie nicht alle ihre Domains gleichzeitig ändern. Also wenn man für jedes Land eine eigene Domain hat, alles auf einmal ändern, sondern man fängt meistens mit einem kleineren Land an, guckt, ob es da Probleme gibt und arbeitet sich dann langsam bis nach oben durch. Das ist eigentlich so das typische Vorgehen, was man hier wählt, um auch nochmal das Risiko, was es immer gibt, zu minimieren. Und wenn jemand behauptet, es gibt kein Risiko, muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine klare Lüge. Vielen, vielen Dank übrigens für die ganz vielen Fragen, die reingekommen sind. Ich war total überrascht. Das war wirklich, also deutlich über Standard. Das heißt, das Thema scheint Sie dramatisch zu interessieren. Das finde ich gut, dass Sie das Thema ernst nehmen. Die Frage war, durch so einen CMS-Wechsel oder einen Shop-Systemwechsel, welche Gefahr hat das? Naja, kann man nicht sagen. Es ist halt die Frage, was ändert sich denn dabei? Was viele machen, ist, dass sie so ein Replatforming zum Beispiel machen. Also sie ändern quasi das Shop-System oder das CMS, aber sorgen dafür, dass sich die URLs nicht ändern, dass auch der Content gleich bleibt. Also quasi, dass sie nur unten so eine Ebene austauschen, aber das, was an Website ausgeliefert wird, ist exakt das Gleiche. Da muss man sagen, das hat dann auch keine Auswirkungen oder sehr geringe Auswirkungen auf die Rankings. Das heißt, die Frage ist eigentlich nicht so, bewirkt das Shop-System etwas oder das CMS, sondern was ändert sich eigentlich dadurch wirklich fundamental an der Website? Und die Frage muss man halt für sich beantworten. Die andere Frage, die auch reinkam, fand ich, die kam sogar mehrfach rein, fand ich sehr gut. Sollte ich beim Relaunch meinen Content eigentlich komplett neu schreiben lassen? Also alles wegwerfen, alles neu. Und wenn Sie eben gut aufgepasst haben, naja, wenn sich der Content signifikant ändert, kann das zu Rankingverlusten führen. Also das war das mit den bunten Bananen. Und das wäre natürlich schade. Das heißt, das, was man alternativ machen kann, ist natürlich, dass man erstmal sagt, auch da, wenn man verschiedene Sachen hat, also angenommen, ich will das Content-Management-System ändern, dass man erst die alten Inhalte rüber kopiert. Man startet also mit dem alten Content und ändert den dann nach und nach. Das ist eine klassische Empfehlung. Ist die Frage, ob das immer so geht, weil wie gesagt, ein Relaunch ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit, vieles in einem Rutsch zu machen, aber dann muss einem auch klar sein, dass es signifikante Auswirkungen auf die Rankings haben kann. So, das war jetzt hauptsächlich der Teil irgendwie, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nichts verliere oder möglichst wenig verliere? Und jetzt kommt eigentlich der Teil, wie kann ich eigentlich besser werden danach? Also, ich habe 10 Aspekte herausgesucht, über die man nachdenken kann. Und das machen wir gerne so in Workshop-Form natürlich, zu überlegen. Die Website soll neu gemacht werden. Welche 10 Aspekte kann man sich eigentlich mal angucken? Punkt 1 ist natürlich Content. Also was steht auf einer konkreten Seite drauf? Kann man sich überlegen, man kann die Inhalte besser auf den Search Intent ausrichten, man kann sie besser auf Suchbegriffe ausrichten, das kann man machen. Oder man kann zum Beispiel auch für eine höhere Lesbarkeit sorgen.
Gucken wir uns mal die nächste Folie an. Das hier ist so ein absoluter Klassiker. Aus dem Erbrechtratgeber.de, schöner Text, so eigentlich faktisch unlesbar. Zumindest ist eine Zwischenüberschrift reingekommen, man könnte aber noch so viel mehr machen. Also Bullet Points reinbauen, Fettungen, eine kleine Infobox, eine schöne Grafik, die das Ganze erläutert, was einfach die Lesbarkeit der Seite erhöht. Und jetzt ist Lesbarkeit an sich nicht unbedingt ein Ranking-Faktor, aber Google stellt ja den Nutzer über alles und sagt, wenn der Nutzer zufrieden ist, dann ist das irgendwie auch gut für SEO. Und deswegen, solche Texte sollte es eigentlich nicht mehr geben, weil sie für viele Nutzer kontraproduktiv sind, denn so etwas liest natürlich oder kann man nicht effizient und schnell lesen. Sich auch überhaupt seinen Content mal anzugucken, was habe ich denn so? Also eine meiner Lieblingsthesen ist, jede Seite kann ranken. Und hier so ein klassischer Mittelständler, ist ein fiktiver Mittelständler, der hat verkauft Kehrmaschinen und hat 3 verschiedene Kehrmaschinen. SEO-technisch ist das so erstmal nichts, sondern es wäre halt besser, die einzelnen Seiten, die einzelnen Produktseiten, wie für den Proton oder den PowerX, die auf Suchbegriffe richtig auszurichten und sich wirklich zu überlegen, okay, für was soll die denn ranken? Und ich habe mal hier 3 Beispiele mitgebracht. Und das sind klassische Suchbegriffe, die ich dann gezielt in die Seiten einarbeiten kann. Und das ist wirklich so das ganz typische Potenzial, was man halt heben kann, wenn man so eine Website neu macht. Und wenn man sich seinen Content mal sehr genau anguckt, zum Beispiel wirklich ermittelt vorher, welche Seiten meiner Website generieren eigentlich wenig Traffic. Und dann würde man diese 3 Seiten, hätte man relativ schnell identifiziert, weil die ranken eigentlich nur für ihre Markennamen. Aber es wäre viel besser, sie auch für generische Suchbegriffe ranken zu lassen. Potenzial Nummer 2, Content zusammenfassen. Es gibt diesen schönen Begriff der Kannibalisierung. Ich habe da inhaltlich so ein bisschen meine Probleme mit, weil viele Websites haben Kannibalisierung. Es muss aber nicht immer schlecht sein. Kannibalisierung heißt, ich habe mehrere Seiten auf der Website, wo es eigentlich um den gleichen Suchbegriff geht. Und es gibt viele Fälle, wo man sagen kann, dann fasst diese einzelnen Seiten doch besser zu einer großen Seite zusammen. Der Effekt ist dann, ich habe eine Seite mit mehr Content. Mehr ist nicht unbedingt immer besser, aber häufig. Und natürlich bessere interne Signale. Das heißt, diese eine Seite ist die Summe der Signale der Einzelseiten. Und das ist natürlich, kann hilfreich sein. Klassisches Beispiel. Ich habe zu einem Thema habe ich eine Seite, dann habe ich noch eine FAQ-Seite zum gleichen Thema, ich habe noch eine Blog-Seite zum gleichen Thema und alle ranken so ein bisschen, respektive Google wählt mal die eine und mal die andere aus, aber auf allen steht eigentlich nur so ein bisschen Text. Und das ist wirklich ein Klassiker, wo man sagen muss, dann mach doch bitte eine große Seite daraus. Und das ist auch das, was sehr häufig zu deutlich besseren Rankings führen kann. Anderes Problem ist natürlich, sich auch Kannibalisierung auch mal zu überlegen, welche Seite sieht eigentlich jemand in den Suchergebnissen und ist das die optimale Seite? Konkretes Beispiel. Ich schreibe jedes Jahr einen Trendreport. Also jetzt nicht ich, aber fiktiv, schreibe ich jedes Jahr einen Trendreport. Und der zielt eigentlich immer auf den gleichen Suchbegriff ab plus die Jahreszahl. Jetzt kann es durchaus passieren, dass selbst wenn ich in 2020 suche nach Frisur oder Föhnfrisur-Trends, dass der Beitrag von 2018 kommt. Weil der ist der älteste, der hat vielleicht am meisten Signale angesammelt, der ist vielleicht auch extern gut verlinkt worden. Aber eigentlich will ich ja, dass der andere rankt. Und das ist so ein typischer Effekt von Kannibalisierung, wo ich dann eben sagen muss, zieh das doch bitte ein bisschen anders auf und sorg dafür, dass du eine konstante Seite hast zu dem Thema, die du aktualisierst. Es gibt verschiedene Strategien dafür, über Canonical Tags oder wie auch immer. Da muss man dann halt drüber nachdenken. Punkt 3, und interessanterweise ist der über Nacht wichtiger geworden, das Thema Page Speed, ich komme gleich nochmal dazu, ist wichtig und wird noch wichtiger werden. Als ich die Folie am Mittwoch gemacht hatte, gab es die aktuellen Entwicklungen der heutigen Nacht noch nicht, aber ja, es wird wichtiger werden. Das heißt, Seitenladegeschwindigkeit ist ein absolutes Thema über Bildformate, Komprimierung, Lazy Loading, das heißt, Bilder werden erst dann geladen, wenn sie auch wirklich angezeigt werden. Das Caching von Elementen, überhaupt das Caching von Seiten, um sie schneller auszuliefern, asynchrone Skripte nutzen, das Nachladen von Inhalten vermeiden. Ganz, ganz, ganz viele Themen da drin, wobei die meisten stehen jetzt hier eigentlich, die so typischerweise auf der Themenliste stehen.
Und da hat Google jetzt die Web Vitals veröffentlicht, hat sich drei Metriken oder haben, sie haben drei Metriken gefunden. Es gibt ja ganz viele Page Speed Metriken und sie haben sich drei Metriken herausgesucht, wo sie jetzt sagen, okay, das sind die, für die wollen wir jetzt wirklich auch mal harte Grenzwerte festlegen. Bislang war Page Speed ja immer so eine Sache, wo mein Page Speed gegen den Page Speed der anderen gemessen wurde. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, vor allem die Entwicklung der Nacht ist, dass es wahrscheinlich gegen Ende des Jahres eine Änderung im Google-Algorithmus geben wird, die wirklich Websites in dem grün markierten Bereich sehen will, hinsichtlich dieser drei Metriken. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Es gibt viele Tools. Das heißt, Google hat da sehr massiv in den letzten Tagen und Wochen wohl dran gearbeitet. Die sagen können, bezüglich dieser Metriken kannst du jetzt auch selber prüfen, wie deine Website aussieht. Eine Möglichkeit ist webpagetest.org. Das heißt, auch da kann ich eine Website einfach mal crawlen lassen und sehe dann da unten, wie so die Werte sind. Ich muss aber gar nicht das externe Tool sehen. Ich kann eben seit dieser Woche auch auf die Google Search Console zugreifen. Da gab es bisher den Report für Website-Geschwindigkeit. Der heißt jetzt auch Core Web Vitals. Und plus in vielen anderen Google-Tools wie Lighthouse ist das mittlerweile auch alles drin. Und auch in den PageSpeed Insights. Das heißt, keiner kann mehr sagen, dass er keine Grenzwerte kennt. Und man kann sie eben auch noch ganz einfach messen mittlerweile. Und da würde ich wirklich jedem empfehlen, mal in die Google Search Console reinzugehen, sich den neuen Report anzugucken. Und wie gesagt, wahrscheinlich zu Ende des Jahres wird das Thema deutlich wichtiger werden und wird auch ein größerer Ranking-Faktor werden, als es das im Moment schon ist. Da sollen aber noch weitere Ankündigungen von Google folgen. Deswegen ganz klar in die SEO-Anforderungsliste hereinschreiben, bitte diese drei Grenzwerte einhalten. Das können alle testen, das können alle ganz einfach ausprobieren, wie es ist. Das wird mit Sicherheit ein großes Thema werden in diesem Jahr, aber es ist nur sinnvoll, das zu machen. Punkt 4, die Darstellung in Suchmaschinen verbessern. Ich hoffe, Sie wissen, dass Sie über Seitentitel und Meta-Description verändern können, wie Ihre Seite dargestellt wird. Und es gibt aber auch Markup, mit dem man das auch verbessern kann. Und natürlich ist ein Relaunch eine prima Gelegenheit, daran zu arbeiten. Ziel ist natürlich, ich nehme mehr Raum in den Suchergebnissen ein. Ich sehe einfach besser aus in den Suchergebnissen. Und vor allem, das würde mich noch nicht interessieren, aber ich kriege einfach mehr Klicks ab. Vielleicht kriege ich gar nicht mehr Rankings oder höhere Rankings, aber ich kriege anteilig trotzdem, weil ich mehr Raum einnehme und besser aussehe, kriege ich einfach mehr Klicks ab. Und das sind so klassische Sachen. Hier zum Beispiel ist die Meta-Description einfach viel zu kurz. Die spricht auch den Nutzer wirklich nicht an. Der Umlaut ist aufgelöst, das sieht einfach blöd aus. Das heißt, diese Website wird unterdurchschnittlich performen. Und deswegen ist es auch eben wichtig, im Rahmen des Relaunches darüber nachzudenken, was steht in dieser Meta-Description drin. Und nicht nur von der Startseite, sondern von allen Seiten. Hier sieht man, das ist das sogenannte FAQ-Page-Markup. Das heißt, hier kann ich es relativ einfach hinbekommen, nicht nur das normale Suchergebnis zu kriegen, sondern noch diese drei Zeilen darunter. Und das ist auch noch zum Aufklappen. Und da kann ich auch noch Links reinpacken. Also absolut spannendes Ding. Oder das, was natürlich auch schon viele kennen, diese Sternchenbewertungen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, davon zu profitieren. Und über solche Sachen sollte man eben im Rahmen des Relaunches nachdenken. Weil es eben auch zum Beispiel, wie bei diesem mittleren Beispiel, wo kommt dieser Content eigentlich her? Das heißt, auch darüber muss man nachdenken, wenn man so ein FAQ-Page-Markup haben möchte. Wie kriege ich das hin? Wo kommen diese Fragen her? Wo kommen die Antworten her? Und darum muss ich natürlich drüber nachdenken. Punkt 5, was kann ich noch besser machen? Ja, ich kann in den Verticals besser ranken, vor allem natürlich in der Bildersuche. Die Bildersuche, auch das wird immer wichtiger, weil wir alle immer visueller orientiert sind. Und auch da ist die Frage, kann ich für die Bildersuche alles optimieren, was sinnvoll ist? Alt-Attribut ist wichtig, Bildunterschrift wäre hervorragend, wenn man das machen könnte. Bild-URL nicht so wahnsinnig wichtig, Bildgröße durchaus relevant. Und auch darüber eben nachzudenken im Rahmen des Relaunches. Aber auch zum Beispiel, wenn ich Videomaterial habe, habe ich alles optimal gemacht, um in der Videosuche auch gut gefunden zu werden. Und eben auch so Sachen wie, es gibt Google Jobs, es gibt die Google Event Suche. Für all das ist wieder irgendeine Art von Markup erforderlich. Habe ich alles das zusammen, um das optimal
ausliefern zu können. Und so wie hier zum Beispiel Ferchau, habe ich jetzt einfach nur mal als Beispiel aus Google Jobs herausgesucht. Warum tauchen die in der Google Jobs Suche so prominent auf? Naja, weil sie das Markup eingebaut haben. Wir haben das Markup Job Posting drin mit 4 Warnungen, aber das hat fast jeder. Und dann sagt ein Google-Tool halt, ja, ich kann das darstellen, ne? Da kann ich was mit anfangen. Das ist ein sogenanntes Rich-Suchergebnis, also ein erweitertes Suchergebnis. Und da gibt es echt viele Möglichkeiten. Gerade Google Jobs nutzt irgendwie kaum jemand, was sehr schade ist, weil das natürlich im Rahmen der Mitarbeitersuche sehr relevant sein kann. Sauberer Index, ja. Spannendes Thema. Grundsätzlich ist es gut, keine irrelevanten Seiten im Index zu haben. Und da kann ich natürlich schon bei der Konzeption der neuen Website drauf achten und kann sagen, okay, manche Sachen will ich zum Beispiel nicht im Index haben. Also sich anzugucken, welche URLs hat meine Website eigentlich oder wird sie haben und was davon soll eigentlich im Index landen und was nicht. Und klassisches Beispiel, hier habe ich das mal bei auna.at gefunden, die haben halt ein und die gleiche Seite unter verschiedensten URLs mit diesen ganzen Filter-Sachen und das ist einfach wahnsinnig viel Müll, der da auf einmal entsteht, gerade so Sortierparameter, das ist alles im Index drin und müllt den Index zu und das ist sicherlich nicht schön. Und wenn ich bei der Konzeption nicht darauf achten kann, dann soll ich zumindest darauf achten, dass ich eben entsprechende Gegenmaßnahmen habe, also zum Beispiel, dass ich auch gezielt Inhalte sperre für Suchmaschinen. Was sperrt man so? Typischerweise alles, was nicht suchrelevant ist. Das ist zum Beispiel nicht HTML-Content. Nicht generell, aber zum Beispiel, wenn ich so, ich habe 100.000 Datenblätter, das muss nicht im Index landen. Serviceseiten wie AGB, Impressum, bin ich jetzt nicht so ein Freund von, kann man aber machen. Das, was schlimm ist in so Funktionsseiten, so Login, zwei Produkte miteinander vergleichen, Sachen in den Warenkorb packen, auch das kann je nach Shop-System oder Content-Management-System alles im Index landen. Und ja, das kann mir halt wirklich schaden, weil es die Gesamtbewertung meiner Website herabsetzt. Praxistipp an dieser Stelle. Also, wenn Sie einen Relaunch durchführen, ist es ja so, Sie haben ja vorher mit der alten Website sind Sie schon im Index vertreten. Und wenn Sie jetzt die neue Website live schalten, wird Google weiterhin diese alten URLs, die er kennt, versuchen zu crawlen. Und je mehr alte URLs ich habe, desto länger wird es dauern, bis die neue Website erfasst wird. Und deswegen muss man sagen, dieses Aufräumen, dieses möglichst wenig im Index haben oder auch im Crawling zu haben, das kann man auch vorher schon machen. Das sollte man auch vorher schon machen, gerade wenn man sehr viel Unsinn im Index hat. Oder auch im Crawling, eigentlich ist das Crawling das Entscheidende. Und sollte man idealerweise auch vorher schon ausmisten und einfach Sachen sperren für Suchmaschinen, weil, wie gesagt, es kann den Relaunch oder es kann die Zeit verlängern, die Google braucht, um die Website neu zu erfassen. So, Nummer 7, internationale Umsetzung. Klar, für viele deutsche Unternehmen wichtig. Und das ist halt die Frage, wie bilde ich eigentlich meine internationalen Inhalte ab? Also, wie viele Domains habe ich so? Und auch der Klassiker, die klassische Frage, habe ich Inhalte pro Sprache oder habe ich Inhalte pro Land? Oder habe ich Inhalte pro Sprache und Land? Zeige ich gleich nochmal ein kurzes Beispiel. Und dann ist natürlich die Frage, wie setze ich das eigentlich technisch um? Da ist ein großes Thema hreflang-Tags. Zum Glück können das die meisten Content-Management-Systeme und Shop-Systeme von Haus aus, aber auch so XML-Sitemaps, habe ich für jedes Land eine eigene Sitemap. Über all diese Sachen muss ich nachdenken. Ja, was kann ich so typischerweise falsch machen? Relativ beliebt im deutschen Mittelstand ist es, wir nehmen eine .de-Domain und machen dann für die einzelnen Zielländer einfach Ordner. Website.de/UK für die Großbritannien-Inhalte. Das wird relativ schlecht funktionieren. Besser wäre es, eine generische Domain zu nehmen und dann kann ich noch so ein paar Tricks machen, dass ich diesen Ordner auf Großbritannien ausrichte. Auf einer .de-Domain kann ich das einfach nicht machen. Und das ist natürlich schlecht. Oder auch, super beliebt, ich mache für jedes Land, in dem ich aktiv bin, mache ich irgendwie einen eigenen Baum auf. Weil ich aber natürlich jetzt nicht Inhalte in der in Usbekistan gültigen Sprache anbiete, packe ich da die englischen Inhalte drauf. Das gleiche mache ich aber für Zypern und Malta auch und für 30 andere Länder auch, sodass ich einfach wahnsinnig viele Dubletten habe, weil natürlich schreibe ich für diese Länder nicht eigenen Content, sondern es ist immer das gleiche drauf.
Deswegen ist auch eine Empfehlung, die sich auch relativ wenig Leute zu Herzen nehmen, zu sagen, wir machen keine Landbäume mehr, sondern wir machen eigentlich nur noch Sprachbäume. Auch da muss man jeweils mit dem Unternehmen drüber nachdenken, was so ein gültiger oder was ein guter Weg ist für das jeweilige Land, für das jeweilige Unternehmen. Und natürlich mache ich für jedes Land eine eigene Domain. Auch das ist oft einfach wegen der externen Verlinkungen nicht sinnvoll. Aber auch da muss man drüber nachdenken und in der Regel entscheidet sich das Unternehmen dann trotzdem gegen den Standard. Optimierung der internen Verlinkung, ja, kann ich auch besser machen. Denn, also interne Verlinkung guckt Google sich ja durchaus an. Und das Wichtige ist halt, dass man sagt, die Seiten, die mir wichtig sind, weil sie viel Umsatz generieren zum Beispiel, die kriegen viele interne Links ab und unwichtige Seiten kriegen halt wenig interne Links ab. Und das betrifft vor allem so Template-Elemente, also alles, was im Menü ist, alles, was im Footer unten ist, da kann ich schon mal sehr schnell sehr viel reinpacken. Aber es betrifft natürlich auch den Content-Bereich. Auch da kann ich eben Akzente setzen und kann sagen, die wichtigen Inhalte verlinke ich einfach häufiger und von weit oben in der Website-Struktur. Zeige ich gleich auch. Fangen wir damit an. Was viele machen, ist, dass das Menü oben natürlich ein bisschen ausgedünnt ist. Also hier sieht man bei Engelhorn, da werden oben 25 Marken angezeigt. Das sind eben augenscheinlich die 25 Marken, die Engelhorn für am wichtigsten erachtet. Es gibt natürlich mehr, aber ich sollte eben nicht auf alle meine Marken verlinken, sondern ich muss das eben irgendwie zusammenstreichen und muss sagen, okay, das, was mir wichtig ist, um Akzente zu setzen auf die wichtigen Seiten, auf die umkämpften Marken wie Tommy Hilfiger oder Marco Polo, dafür, die kriegen viele Links ab und eine unbekannte Marke XY kriegt halt wenig Links ab. Was man auch machen kann, ist das, was Benz24 macht, dass sie eben sagen, oben in dem Menü, da verlinke ich jetzt gar nicht alle Kategorien, sondern ich suche mir die wichtigsten aus. Und es gibt mehr Kategorien, als hier angezeigt werden in Garten und Hof, aber es werden nicht alle aufgeführt, sondern die kriege ich dann nur, wenn ich auf mehr klicke. Und das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach mehr Linkgewicht für die wichtigen Kategorien bereitzustellen. Und natürlich das, was ich eben gesagt habe, im Content-Bereich auch da immer drüber nachdenken. Wenn man sich mal so einen Website-Baum anguckt, ich habe mir hier einen fiktiven Porzellan- und Besteck-Shop aufgemalt. Ja, dass man eben, klassisch würde man ja einfach alles gleichmäßig verlinken. Und man kann aber so Abkürzung reinbauen, kann sagen, okay, die Startseite verlinkt auf die Marke Carla, das ist der Link Nummer 1, weil Carla für mich vielleicht die wichtigste Marke ist. Oder auch die Nachmarkenseite, das ist Link Nummer 2, verlinkt auf die Marke Touch, auf die Serie Touch, weil das für mich die wichtigste Serie ist oder eine sehr wichtige. Oder die Carla-Seite verlinkt auf einen Teebecher direkt, weil das der Topseller ist in dieser Kategorie. Das heißt, interne Verlinkung ist wirklich eine Möglichkeit, um mehr Linkgewicht auf wichtige Seiten zu schaufeln. Und wenn man kurz überlegt, dass diese Marken oder diese Seiten, die mir da besonders wichtig sind, dass das ja auch irgendwas mit dem erwarteten Nutzerverhalten zu tun hat, dann ist es auch unter UX-Aspekten noch eine sinnvolle Sache, es genau so zu machen. Da der Nutzer natürlich auch schneller auf für ihn wichtige Seiten stößt. Auch ein wichtiger Aspekt, der gelegentlich gerade bei sehr großen Websites missachtet wird, ist, sind eigentlich überhaupt alle Inhalte meiner Website über Verlinkungen erreichbar? Und wie viele Klicks brauchst du eigentlich, um da hinzukommen? Das ist das, was man mit Klicktiefe bezeichnet. Und das prüfen wir natürlich im Rahmen von so einer Relaunch-Begleitung ab. Das kann man natürlich manuell gar nicht mehr machen. Dafür gibt es Crawler, die das einfach testen können. Und dafür brauche ich eine XML-Sitemap. Das heißt, XML-Sitemap ist ja eine Auflistung aller Seiten meiner Website. Und die kann ich so einem Crawler mitgeben und kann sagen, okay, guck doch mal, ob du alle diese Seiten innerhalb der Website verlinkt vorfindest. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe das jetzt hier mal mit dem Crawler-Tool Sitebulb gemacht. Man kann das auch mit anderen Tools wie dem Screaming Frog SEO Spider machen. Da habe ich mal die Website gecrawlt und eine Sitemap mitgegeben und jetzt sehe ich da oben, da steht zum Beispiel 43. Also es gibt laut diesem Crawl gibt es 43 Seiten meiner Website, die sind in der Sitemap drin, also die gibt es, die sind mir wichtig, aber die sind intern nicht verlinkt, sonst hätte das Tool sie gefunden. Und dann muss man natürlich gucken, warum ist das denn eigentlich so? Hier ist es zum Teil so, weil es unwichtige Seiten sind, so DSGVO-Seiten, die nur über direkte Links erreichbar sind. Das ist okay.
Aber ganz typisch findet man eben auch Inhalte, die eben nicht, die wichtig sind, aber die intern nicht verlinkt werden. Und das findet man nur noch mit so einem Crawler heraus. Aber das machen wir total gerne. Nicht HTML-Inhalte. Ich habe das eben schon mal erwähnt. Gerade PDF-Dateien können negativ sein. Jetzt nicht so zwangsweise, aber die ranken halt auch gut. Aber das muss nicht gut sein. Denn der Nutzer hat vielleicht eine fürchterliche Nutzererfahrung auf seinem Mobiltelefon. Das Tracking ist, um es freundlich auszudrücken, schwierig. Das heißt, in Google Analytics tauchen die standardmäßig nicht auf. Conversions kann ich auch nicht messen. Der sieht kein Menü, der kann sich nicht für Newsletter anmelden. Alles eigentlich schlecht. Und grundsätzlich sollte man immer sagen, wichtiger Content sollte als HTML vorliegen. Und das ist gerade für den deutschen Mittelstand manchmal ein Problem. Da gibt es so für irgendeine Maschine, gibt es eine Detailseite. Und ja, alles Wichtige lesen Sie dann in der Broschüre als PDF. Und das ist einfach sehr, sehr ungeschickt. Und deswegen prüfen wir das natürlich auch erstmal, gucken in der Google Search Console im Report Leistung nach. So sieht das Ding dann aus. Da kann man sagen, ja, sag mir doch mal rückwirkend für die letzten 16 Monate. Jetzt hier waren es nur 3 Monate, ist aber auch vollkommen egal. Haben wir mal geschaut. Ich filter mal einmal nach PDF-Dateien und dann gucke ich unter Seiten nach, welche PDF-Dateien haben denn jetzt hier eigentlich Klicks gebracht und mit welchen Suchanfragen. Und da sehe ich hier schon in 6 Monaten, nee, in 3 Monaten 5.620 Klicks. Das ist eine ziemliche Menge. Und so, ja, im Schnitt so 70, 80 Leute am Tag landen auf einer PDF-Datei. Warum tun die das? Warum ist Content in einer PDF-Datei drin, der wahrscheinlich auf einer HTML-Seite nicht drauf ist? Und das muss man sich eben sehr genau angucken und dann entscheiden, wie will ich damit weitermachen. Hier auch so ein schöner Fall, da sieht man im Whisky-Fanblog, die haben so ein eigenes Magazin und das kann ich mir als PDF herunterladen. Schön. Wo liegt das PDF eigentlich? Irgendwo auf einer Amazon-Instanz. Auch hier sich anzugucken, was ist denn da so für Content drin? Kann ich den vielleicht in einzelne Magazinbeiträge übersetzen? Ja, häufig ist es so, gerade wenn man so Kundenmagazine hat, da steckt total schöner Content drin, aber er wird einfach für Suchmaschinen nicht bereitgestellt. Und das ist mindestens ungeschickt. Und Punkt 10 und auch der letzte von 10 Punkten, auch im Bereich der Technologien kann man mal drüber nachdenken, will ich im Bereich des Relaunches was ändern? Die beiden großen Themen ist halt AMP, das sind so schnelle Seiten. Das heißt, für jede HTML-Seite wird noch eine AMP generiert. Das zweite, was man machen kann, ist eine sogenannte PWA, eine Progressive Web App. Da ist quasi meine Website eine App. Nicht so, wie man sich eine klassische, nativ programmierte App vorstellt, aber ich kann diese Website quasi, installieren auf meinem Smartphone. Und das klingt erstmal ganz gut. Der SEO-Nutzen bei beiden Sachen ist relativ gering. Also bei einer PWA gibt es eigentlich faktisch keinen SEO-Nutzen. Bei AMP hängt es immer ein bisschen davon ab. Vor allem ist beides manchmal schwierig in der Umsetzung und schwierig heißt eben manchmal auch teuer. Das heißt, man muss immer ein bisschen abwägen. Für deinen konkreten Fall macht das Ganze Sinn. Zum Beispiel, weil du viele redaktionelle Inhalte hast, dann ist AMP durchaus etwas, über was man nachdenken sollte. Oder hast du einfach nur einen Shop, dann wäre AMP ein Thema, wo ich gar nicht erst drüber nachdenken würde. Also in einigen Bereichen kann das interessant sein, sollte man auch mal kurz drüber diskutieren. Aber alles das hat eben auch wirklich Nachteile. Also gerade eine PWA kann durchaus sein, dass jemand, der SEO unerfahren ist, das in einer Weise macht, die SEO-technisch hinreichend schlecht ist. Es kam hinreichend oft die Frage nach Tools. Welche Tools brauche ich, um den Relaunch zu überleben? Und was will ich denn eigentlich so machen mit diesen Tools? Und das Wichtigste ist wirklich, dass man Umleitungen prüfen kann. Ich habe gesagt, 301 Umleitung ist das Wichtigste. Und wenn ich die vorher nicht prüfe, vor dem Go Live, dann werde ich einfach an den Punkt kommen, wo ich feststellen werde, am Anfang hatten wir ja den Chart mit 82%, glaube ich, ist das fehlerhaft. Es ist eigentlich immer fehlerhaft. Und deswegen, wenn ich die nicht vorher prüfe, habe ich verloren. Und natürlich die Website crawlen und prüfen. Das heißt, alles, was man in den Vorgaben aufgeschrieben hat, Seitentitel müssen so aussehen, Paginierung muss so und so aussehen, Marker bitte so und so, all das muss ich prüfen. Und
Da gibt es eine Allzweckwaffe. Dafür sage ich jetzt nicht nur, weil ich dafür auch ein Seminar anbiete, sondern ich glaube, es ist auch objektiv gesehen das beste Tool dafür. Der Screaming Frog SEO Spider, den kann ich nutzen, um die 301-Umleitung zu prüfen. Dafür gibt es bei uns im Blog die exakte Anleitung, was man da prüfen muss und was man da sieht. Aber auch die neue Website erstmal zu crawlen, zu gucken, welche Fehler gibt es denn da. Wie gesagt, alles das zu prüfen, alle Tags zu prüfen. Gerade so Sachen wie hreflang-Tags oder auch kann die Seite gerendert werden. Ist alles korrekt. Dafür ist es wirklich eine Allzweckwaffe. Und da sollte man sich auch hinreichend aufschlauern. Ansonsten gibt es noch ein paar Tools. Ich habe das jetzt der Vollständigkeit halber für die Überprüfung von Markups gibt es zwei sinnvolle Tools von Google, die ich beide parallel nutzen sollte. Die Google Search Console ist natürlich meine Hilfe. Gerade ich würde für jeden Seitentyp, den man eine Website hat, würde ich sie mindestens einmal durch die Funktion URL-Prüfung laufen lassen und gucken, gibt es irgendwelche Probleme, kann Google die Seite korrekt darstellen. Und wenn man einen Domainwechsel macht, gibt es in der Google Search Console das Tool, das heißt Adressänderung. Da kann ich eben sagen, das ist meine alte Domain, das ist meine neue und bitte mach jetzt den Umzug. Und dann gibt es noch ein paar zum PageSpeed prüfen. Habe ich gesagt, webpagetest.org ist nicht so schlecht. SSL-Zertifikate prüfen, HTTP2 prüfen. Also was immer man alles in die Vorgaben reingeschrieben hat, muss man eben prüfen. Und da gibt es natürlich auch viele spezielle Tools. Ich merke, dass mir die Zeit so ein bisschen davonrennt, aber ich glaube, wir kommen dahin. Also, eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ist der perfekte Stage. Also Stage oder Dev, das ist ja quasi, wenn Sie die Website neu machen, dann kriegen Sie in der Regel irgendeine Domain, sowas wie neu.meinewebsite.de oder firma.webagentur.de, sowas. Und der ist in der Regel gesperrt für Suchmaschinen und für Nutzer. Das ist auch absolut sinnvoll, denn Suchmaschinen sollen natürlich diesen Stage nicht indexieren, wenn da gerade die Website im Aufbau ist, vollkommen richtig. Aber ich habe auch gesagt, wir wollen ja eigentlich auch alles vorher prüfen. Und wie kommt man denn dann mit den Tools da eigentlich drauf? Und da muss man einmal sehr genau hingucken. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ich habe Ihnen mal, es gibt 5 Methoden eigentlich, wie man erreichen kann, dass Suchmaschinen und Nutzer außen vor bleiben. Also ungewollte Nutzer. Und es gibt verschiedene Lösungen, die fast alle ihre Nachteile haben. Gerade wenn ich so einen klassischen HTTP-Login davor hänge, das machen halt die meisten, dann kann ich einige Tools einfach vorher nicht nutzen. Gerade die Google Search Console funktioniert dann eben einfach nicht. Und hier sieht man schon, dass es für mich eine klare Präferenz gibt, nämlich das No-Index. Also wenn alle Seiten einen No-Index-Tag eingebaut haben, dann kann Google zwar darauf zugreifen, wird diese Seiten aber einfach nicht indexieren. Und faktisch funktionieren dann alle Tools. Muss man kurz ein bisschen drüber nachdenken, aber dann funktioniert das auch. Und deswegen 2 Wege, die man klassisch gehen kann. Das eine ist einfach alle Seiten auf No-Index stellen. Dann kann ich mit allen Tools alles durchprobieren. Oder die zweite Methode ist natürlich, ich wähle irgendeine andere Methode, zum Beispiel HTTP-Login, muss dann allerdings für einige Zeit, für 1-2 Tage vielleicht, diese Blockierung wieder kurz aufheben. Wie gesagt, den ersten Weg würde ich deutlich bevorzugen, kriegt man nicht immer durch, geht nicht immer, ist aber gut. Und dann sollte man eben wirklich alles prüfen. Also 301-Umleitung richtig, PageSpeed richtig, interne Verlinkung richtig, die XML-Sitemaps funktionieren, alles das. Und weil ich das alles prüfen will, zum Beispiel den PageSpeed, manchmal hat man das Problem, dass der Server, auf dem der Stage liegt, der ist dann halt irgendwie eine schlechtere Variante, dann kriegt man ja ein falsches Ergebnis raus. Und dann muss man sagen, der Stage sollte auch das finale Setup beinhalten. Ansonsten kann ich das ja gar nicht sinnvoll prüfen. Also ich kann ja nicht den PageSpeed vorher prüfen, wenn der Server viel zu langsam ist. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, gebe ich zu, aber eigentlich das Sinnvollste, was man tun kann. Und natürlich der Klassiker, so wie hier, man findet noch durchaus viele Stages im Google Index. Natürlich, wenn die Website dann live ist, bitte den Stage löschen. Ansonsten, ist nicht schwierig, sowas zu finden. Zum Schluss möchte ich gerne noch einen Ablaufplan mitgeben. Was sollte man so machen? Ganz am Anfang des Projektes, ganz klar, ich habe es gesagt, Vorgaben niederschreiben. Das heißt, man guckt sich alles an,
Typischerweise guckt man sich auch noch ein paar Wettbewerbe an und guckt nach, was machen die denn gerade so, weil nochmal, jetzt ist die Zeit, um was Neues zu machen und ganz klar festhalten in Bezug auf Inhalt, Technik, Struktur, was fordern wir eigentlich alles von der ausführenden Agentur. Und wie gesagt, kritisch mit der jetzigen Website auseinandersetzen, was rankt gut, was rankt überhaupt nicht und was nicht rankt, kann auch weg. Also jetzt zumindest in Bezug auf SEO. Oder auch zu gucken, in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren hat sich unsere Sichtbarkeit permanent verringert. Und warum ist das so? Wer hat dadurch gewonnen und warum haben die gewonnen? Also was, warum, an, in welchem Aspekt sind deren Seiten besser als unsere Seiten? Dann wird man typischerweise erstmal die Webagentur bauen lassen und dann auch typischerweise 2 Wochen vorher kommen die SEO-Leute dann wieder dran und prüfen alles. Kompletter Crawl der Website, vor allem um Technikfehler zu finden, aber auch so Seitentitel, Meta-Description, so Standardsachen. Das Markup muss geprüft werden, das hreflang muss geprüft werden, wenn man eine internationale Website hat. Man geht in die Google Search Console, macht diese URL-Prüfung für alle Seitentypen einmal. Ich weiß, das ist nervig, aber wenn Sie schon über so viele Baustellen wie ich gestolpert wären, wüssten Sie, dass das sinnvoll ist. 301 Umleitung prüfen. Es müsste eigentlich an erster Stelle stehen fast. XML-Sitemaps prüfen, PageSpeed überprüfen. Alles nochmal auf den Prüfstand stellen. Und nochmal, ich habe es noch nie gesehen, dass im Rahmen dieser Prüfung alles perfekt war. Das ist noch nie passiert. Und ich glaube, ich werde es auch in meinem Leben nicht mehr erleben. Dann gibt es den Tag des Go-Live. Da prüfen wir alles nochmal, was auf der vorherigen Folie stand. Und vor allem auch, kann die Website indexiert werden. Das ist ein absoluter Klassiker. Ich habe ja eben gesagt, zum Beispiel, beim Stage wäre es gut, wenn alle Seiten auf No-Index stehen. Ja, ist total gut, aber wird dieses No-Index auch entfernt, wenn man die Website jetzt live stellt? Total beliebt. Und damit kann man sich wirklich hinreichend wehtun. Und dann gibt es noch ein paar Sachen in der Google Search Console. Den Domainwechsel anmelden, die XML-Sitemap eintragen, URL-Parameter eintragen, die Ordner auf Länder ausrichten. Alles so Sachen, die man halt dann schnell nochmal machen muss. Da läuft einem aber auch wirklich nichts weg. Und dann klassischerweise 4 Wochen lang ist so diese postnatale Phase, wie ich sie immer gerne nenne, wo man halt regelmäßigst in die Google Search Console reinguckt, was da so an Fehlermeldungen reinläuft. Vor allem der Report Abdeckung kann dann natürlich total hilfreich sein, aber auch was insgesamt so an Fehlern auf der Website auftaucht. Grundsätzlich eine Vorsicht immer, das ist nicht tagesaktuell, was da erscheint. Das heißt, im Worst Case ist es so, dass der Fehler schon vor 3-4 Tagen von Google erkannt wurde und mir jetzt erst reported wird. Das muss einem natürlich klar sein. Gleichwohl sollte man immer noch dann dagegen anarbeiten. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, bevor wir jetzt uns in die Zielgerade begeben. Wir haben zu dem Thema Relaunch auch ein neues Seminar, ein Online-Seminar, das am 8. Oktober erstmalig starten wird. Wir haben für die Premiere 50 Tickets zum halben Preis bereitgestellt. Das heißt, wer daran Interesse hat, sollte das idealerweise jetzt schon buchen. Plus, und das ist gerade meine Aufgabe, Corona hat das Ding ein bisschen verzögert, aber es wird eine umfangreiche Schritt-für-Schritt-Checkliste geben, wahrscheinlich so 200 bis 300 Seiten, wo für alle Sachen wirklich ganz hardline steht, was muss ich da fordern und wie kann ich das Ganze prüfen. Wie gesagt, ich bin fleißig dabei, das wird wahrscheinlich im Juli und August verfügbar sein. Und es kommt noch viel mehr von uns in den nächsten Monaten an neuen Hilfen und Dokumenten. Können Sie sich auf jeden Fall schon drauf freuen. Mein Fazit, das Thema Relaunch. Wie gesagt, nehmen Sie es ernst, vor allem in Bezug auf SEO. Sie können die Weichen für die nächsten Jahre stellen. Und in vielen Unternehmen ist es wirklich so, dass es dieses einmalige Event gibt. Viele fordern ja eher so den Perpetual Relaunch, also dass man dass man permanent an der Website arbeitet. In vielen Unternehmen passiert das nicht. Also nehmen Sie den Relaunch ernst. Sie wollen nichts verlieren, also 301 Umleitung ist der absolute Schlüssel. Und nochmal, wenn Sie große Änderungen am Content vornehmen, dann kann es eben auch große Änderungen in Bezug auf die Sichtbarkeit haben. Da gibt es einfach nicht die perfekte Lösung dafür. Das ist einfach so, wenn Sie weniger Content auf der neuen Website haben, werden Sie vielleicht Rankings verlieren. Und dann haben wir noch den Punkt, natürlich Technik optimal umzusetzen. Das versteht sich von selbst, gerade so das ganze Thema Markup. Und total wichtig, den Content auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, wirklich, was habe ich da eigentlich an Inhalten? Sind die heute noch passend zu dem, was ich eigentlich
was eigentlich so der Stand der Dinge ist.